Guten Nachmittag, Freunde der Sonne. Was ich eben erlebt habe, muss ich euch direkt mal mitteilen. Ich komme aus dem Kindergarten, der direkt an einem kleinen Park steht. Und dieser Park hat eigentlich einen Hauptweg und den muss ich nach vorn gehen. Und den laufen auch sehr viele Eltern mit ihren Kindern nach vorn. Und auch Schüler des Gymnasiums laufen diesen Weg nach vorn, das auch am Park steht. Und auch Schüler der Berufsschule laufen diesen Weg nach vorn. Es ist ein sehr begangener Weg, sagen wir es so. Und an diesem Weg stehen so Parkbänke. Und ich laufe so lang, schaue so nach links und denke mir, ah, wieder so ein junges Paar, das sich da am Abknutschen ist. Und während ich vorbeilaufe, sehe ich, Moment mal, die sitzt ja gar nicht bloß auf dem. Nein, da versuchte sie mit ihrer Jacke hinten zu kaschieren, dass seine Hose aufgeknöpft war und zu den Oberschenkeln nach unten gezogen war. Soll heißen, die waren am Ficken. Die waren einfach am Ficken mitten im Park. Die haben gebumst, gepimpert, geschnackselt. Mitten im Park, wo ganz viele Leute... Wer macht denn sowas? Die waren vielleicht 17 Jahre alt und die sahen auch noch gut aus. Also es war weniger Erregung öffentlichen Ärgernisses als... Ja, also von mir aus, ich hätte mir das auch länger angeguckt. Worauf ich hinaus wollte, die Parkbank stand ungefähr 100 Meter vom Kindergarten entfernt. Von mir aus habt in der Öffentlichkeit Sex so viel ihr wollt, ihr lieben jungen Menschen. Ich weiß, das ist verlockend und man kann das an manchen Orten auch machen. Zum Beispiel mitten im Wald, wo einen keiner sieht. Aber doch nicht in einem Park, auf einer Parkbank, die 100 Meter von einem Kindergarten entfernt steht, wo Eltern mit ihren Kindern langlaufen. What? Was ich noch erzählen wollte, ich bin so im Kindergarten und spiele so mit den Kindern und einer der Jungen möchte den Ball über mich drüber werfen und ich dachte, ha, ich bin lang genug, ich krieg den Ball noch und ich strecke mich und hinter mir war ein Baumstumpf und ich habe das nicht gewusst und ich bin drüber gefallen und ich weiß nicht, ob ihr aus dieser Entfernung seht, wie mein Bein jetzt aussieht. Mich hat's volle Möhre auf die Fresse gelegt. Es haben zum Glück nicht viele Leute mitbekommen, außer die Mutti, die direkt neben mir stand, aus einer anderen Gruppe, die mich also auch nicht wirklich kannte. Und ich habe mich einfach echt voll auf die Fresse gelegt, mitten in den Dreck. Meine ganze Hose und T-Shirt sah aus wie sonst was. Und ich dachte mir, joa, schön, kann man mal machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lass krachen, fallt nicht hin, so wie ich heute. Und bis zum nächsten Mal. euer Aprilbär.